Bei dieser Hausübung geht es, wie der Name schon sagt, um eine CD. Und wenn du dir eine CD, wie diese hier, genau ansiehst, dann merkst du bestimmt schon, dass diese aus mehreren verschieden großen Kreisen besteht. Wir haben hier zum Beispiel einen kleinen Kreis, dann da hier einen mittelgroßen Kreis und die CD selbst ist ja auch ein Kreis. Deine Aufgabe ist es jetzt da, diese CD abzuzeichnen. Dazu musst du natürlich die Radien dieser drei Kreise messen. Da man den Mittelpunkt nicht ganz genau einzeichnen kann, da sich da ja nichts befindet, musst du schätzen. Also er dürfte sich ungefähr hier befinden, wie du siehst. Also das muss nicht ganz genau sein. Da diese Kreise alle denselben Mittelpunkt haben, nennt man diese Kreise ja auch konzentrisch. Aber das ist für dich sicher nichts Neues, denn das hast du ja schon gelernt. So, zeichne jetzt diese CD ab. Also du hast zu Hause sicher bestimmt irgendwo eine CD herumliegen. Du kannst sonst auch eine DVD verwenden, das ist nicht so tragisch. Pass aber auf, dass du die CD nicht zerkratzt. Viel Spaß dabei. Zum Schluss kannst du dann deine nachgezeichnete CD auch noch anmalen.